Herzlich willkommen zum letzten, aber wahrscheinlich auch geilsten Video aus Amerika, denn heute steht ein fetter Cheat Day an, Alter. Heute wird richtig hart gefressen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst am besten gleich schon mal den Daumen nach oben da und tschüss. So Leute, jetzt geht's erstmal ab ins Denny's. Okay Leute, im Denny's war viel zu viel los. Jetzt gehen wir ins Wendy's. Schauen wir mal, ob wir da einen Platz finden. Wir sind jetzt gerade hier rein und innerhalb von einer Minute haben sie die Frühstücksdinger umgedreht. Es gibt kein Frühstück mehr. Die anderen zwei, die frühstücken jetzt woanders was. Ich auch noch, aber ich dachte mir jetzt, wenn ich schon mal hier bin, muss ich doch mal irgendwas ausprobieren. Ich habe mir jetzt irgendeinen Barbecue Chicken Burger geholt und da bin ich jetzt mal gespannt. Frühstück ist auf jeden Fall ein Burger. Kann man gut essen. Süßigkeiten gibt es hier in der Tankstelle ein paar. Also die Auswahl hier ist verdammt groß. Ich habe mir jetzt hier Käse geholt mit so Bacon außenrum. Geil. Geil. Hey Bro. Hi. Wo sind wir hier? Bei McDonald's. Wir haben irgendwie ein bisschen viel bestellt, oder? Ach naja, es geht. Also, üblich. Üblich. Am Cheat Day. Am Cheat Day. Wie oft haben wir Cheat Days? Selten. Meine ist, glaube ich, über ein Jahr her, mein letzter. Nee, meine noch nicht so lange, aber es ist selten. Ja, ist auch unnötig, Leute, aber wir haben uns gedacht, hey, wir sind jetzt hier in Amerika und da gönnen wir uns einfach nochmal richtig, richtig hart. Kann oder? Man ja mal machen. Klar, also einmal ist es ja völlig in Ordnung. So sieht deine Portion aus. Was hast denn du da alles? Das weißt du selber nicht so genau, oder? Digga, du verarschst mich da immer. Mach nochmal neu. Ach, noch nichts mache ich neu. Egg Muffin, Premium Toast, ein Fruit, Parfum, Oatmeal und Bacon in Egg, McGriddle. Ja, das ist jetzt, weißt du doch, was ich habe. Ja. So, mein Essen ist auch da, alles Mögliche am Start. So, und jetzt mache ich euch einen Zeitraffer an. Also ich bin erstaunt, es ist tatsächlich ganz gut, auch dieser Muffin und ich hatte hier so ein Oatmeal. Sehr, sehr gut, bin mal gespannt. Ich habe jetzt noch zwei Sachen, wie die werden, aber bisher kann ich mir vorstellen, du würdest wieder das Produkt wieder kaufen. Das Produkt wieder kaufen? Ja. So, ich habe jetzt hier noch so ein Fruit Parfum. Heißt das überhaupt Parfum, Alter? Ja, steht da. Parfait, Digga. Parfait. Ist mega süß, aber schmeckt geil. Hier habe ich noch irgendwas. Granola. Ah, das ist so Müsli. Da machen wir hier noch mit rein. Ist geil. Wie schmeckt dein? Also das hier ist jetzt so ein Muffin mit Bacon. Der ist jetzt im Gegensatz zu dem ersten nicht so gut, weil der ist sehr süß. Und süß und herzhaft, irgendwie ist die Kombination nichts für mich. Das war jetzt eine ordentliche Portion, hä? Du, ich bin richtig satt. Ich also, auch. Ich bin richtig voll gefressen, ey. Ja, jetzt gehen wir gleich Mittagessen erstmal. Was? Mittag? Katzi. Du bist miau. Komm halt mal her. Da bin ich. Die kennst du nicht. Komm halt mal her. Miau. Miau. Hast du Flügel? Miau. So, wir sind jetzt im Supermarkt. Wie heißt der Laden? Winn-Dixie. Und was hast du dir jetzt da gerade in den Wagen rein? Ja, ich habe mir hier so Naked. Naked, also hat nichts mit Nacktheit zu tun. Hier Protein Tropical. Ich habe Mango. Mango und das hat 31 Gramm Protein. Oha, meinst du 30? Und 390 Gramm Kalorien. 390 Gramm Kalorien. Applaus bitte, machen wir ja, Applaus. Danke, ja. Danke. 390 ja. Gramm also Kalorien. Auf jeden Fall sind wir mal gespannt, wie ja. Es schmeckt. Was es hier für ein heftiges Zeug gibt hier. Kiwis. Leute, ich habe Bock auf Chips, aber es ist hier echt schwer, sich für irgendwas zu entscheiden.
Aber ich habe jetzt diese Pringles entdeckt, da steht sogar New drauf. Rotisserie Chicken, also irgendwas mit Hähnchen. Die klingen eigentlich geil, oder? Interessant, vor allen Dingen, hier gibt es Sachen, die gibt es in Deutschland halt nicht. Also so eine kranke Auswahl hier an Chips, das ist brutal, wirklich. Also Leute, die Pop-Tarts, die testen wir heute auf jeden Fall auch nochmal. Jetzt ist nur die Frage hier, welche wir hier probieren bei dieser fetten Auswahl, Mann. Jetzt holen wir uns beide jeder einen fetten Bottich Ben & Jerry's, oder? Ja. Aber welchen? Das werden wir jetzt rausfinden. Es gibt so viele. Es gibt so fucking viele, Leute. Ich nehme jetzt mal das, das sieht geil aus. Wake and no bake. Peanut Butter Cookies, Peanut Butter Ice Cream, Fudge Chips. Das nehme ich. Was nimmst du, Bro? Weißt du schon? Nee. So, wir nehmen jetzt, halt's mal in die Kamera, American Dream und No Wake, No Bake. Ich bin mal gespannt, ich freue mich mega drauf. Happy Fressing. So, jetzt trinken wir hier erstmal unseren Naked Protein Shake. Sekunde. Mach einfach auf, komm, scheiß doch drauf. Ja, nicht, das ist spritzt, das ist doch egal. So, also. Ich habe mir genau das gleiche gedacht. Naja. Ich habe schon Besseres getrunken, ey. Ist okay, oder? Ist okay. Interessant. Komm, hier. Nimm mal. Das. Das ist gut. Das ist voll Peanut Butter hier. Deins auch, ja. So, ja, Peanut Musik. Voll krass. Ich finde das besser, American Dream. Ich finde American Dream geiler. Es hat hier was so Erdnussmäßiges. Ja, ist Peanut Butter. Ja, ja, das schmeckt gut. Ich finde das geiler. So, jetzt ein paar Reese's White rein und dann esse ich noch ein paar Pringles. Hier die Chicken Dinger. Bin mal gespannt, wie die schmecken. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, diese Reese's White schmecken richtig geil. Mega. Also nach Hähnchen schmecken die jetzt nicht. Mal probieren. Mhm. Komm mal her. Schmeckt irgendwie voll normal. Ja. So nach Paprika irgendwie. Ja. Als über die Reese's. Ja, ja. Jetzt müssen wir hier eine Zauber machen. Du hast die Bites gekauft? Auch. Ja. So auch. Ja, auch. Wir testen jetzt die Pop-Tarts, Leute. Ja, ich hab die. Ne, welche hab ich? Wo sind meine? Komm, fangen wir mal damit kurz an. Mach okay, mal, warte. Mach mal den Mund auf. Schieb's dir rein. Alter, das ist Erdbeer. Mhm. Schmeckt voll gut. Strawberry. Schmecken gut. Mhm. So, und jetzt probieren wir mal die da. Pop-Tarts. Hab ich noch nie probiert in meinem ganzen Leben. Schauen wir mal. Füll mal bitte auf mich. Mhm. Na klar. Meinst du, das schmeckt gut? Ja, ich nehme es mal an. Meine, wir haben ja hier noch mehrere Sachen. Ja, Peanut Butter, was haben wir noch? Hier wir neben. Haben mehrere Geschmackssorten. S'mores. Hier neben haben wir noch S'mores. Da sind zwei Stück immer drin. Ja, dann können wir heute Abend fressen, bis wir rund sind. Das sind wir doch schon. Pass auf, aber die Stärke auch. Nicht, dass sie hier. Beginn der Scheiß! Digga, lass mich mal machen. Der Toast ist doch kaputt. Also, wir haben es bereits schon eingelegt. Jetzt stellen wir die entsprechende Stufe ein. Stufe 3,5. 3,5. Und dann drücken wir hier ganz kräftig runter. Ja, drück mal runter, ist kaputt, ja. Die Scheiße, Alter. Eine kaputte Dose stellen die uns hier rein. Dann müssen wir die halt roh essen.
erstmal auf schlau machen und dann geht's auch nicht besser. Es gibt eine kurze Verzögerung aufgrund technischer Komplikationen. Ja. Die Lisa hat einfach von den Nachbarn einen Toaster geklaut. Yay. Hast, oder gefragt? Nee, ich hab gefragt. Okay. Ich darf ihn ausleihen. Du darfst ihn ausleihen, ja, super, klasse. Bringen wir den unseren zurück. So, die technischen Komplikationen werden jetzt gelöst. Amerikanischer Schrott, ja. Jetzt geht der auch nicht, pass auf. So, jetzt probiere ich das mal. Ja, bitte. Zarte Frauenhände sind manchmal besser. Nee, einfach so. Und runter. Ich glaube, der Strom hier geht vielleicht einfach nicht, Alter. Kann es sein, dass der Strom hier einfach nicht geht? Ich spüre schon die Funke. Ah! It works! It works, it works. Pop-Tarts incoming, Alter. Fruit-flavored Snacks vielleicht. Sind es ja Jelly Fruits. Auf jeden Fall ist hier ein Pikachu drauf und die Figuren sind Pokémons. Geil. So, ich glaube, das sind einfach Gummibärchen in Pokémon-Form, aber erkennen kann man da jetzt auch nicht so viel. Hm? Schmeckt aber geil. Gut gemacht, mit Liebe habe ich das zubereitet. Super. Guck, und jetzt probieren wir mal die sogenannten Pop-Tarts, nicht wahr? Ja. So, man nehme mal so eins. Oh, die sind heiß. Und dann führe man es an den Mund eines Simon Hirschmann. Vorsicht, heiß. Caution hot. Und dann probiert man mal. Schmeckt nicht so geil. Also, ist okay so. Hier, willst du mal probieren, Lisa? Mhm. Es ist etwas trocken. Mmh. Ja, Butter. Wir könnten die Reese's-Butter drauf schmieren. Oder mit Eis. Auch mit Eis? Ist eine geile Idee. Wollen wir noch einen anderen Geschmack testen? Ja. Mhm. Mach mal einen rein, bitte. Macht mal einen rein. Mach mal. Stecke eins rein. So, mal schauen, ob der Scheiß besser schmeckt. S'mores. Hier. Warte. Ich muss wieder auf die Seite hier. Okay, willst du es mir wieder einführen? Ja, ich führe es wieder. Führ's mir mal ein. Und? Nochmal. Da ist noch so eine Innenfüllung. Ja, bei dem anderen auch. Der schmeckt besser als das davor. Aber ja, ehrlich gesagt, haut mir mal um. Nein. Ich find's auch besser. Das ist zwar deutlich besser als das andere, aber ich kann das Produkt nicht empfehlen. Wir hauen da einfach Reis drauf. Boah, darf ich? Nee, das ist nur zu Deko-Zwecken. So. Boah, ist das geil. Das ist Eis draußen. Willst du auch? Mhm. Alter, das war die beste Idee ever. So. Machen wir es hier ein bisschen cremiger. Gut, oder? Davon. Wollen wir den dritten vielleicht auch noch gleich testen, ey? Nein. Nicht? Ich bin jetzt schon voll gefressen. Ich habe voll Hunger noch. So, jetzt probieren wir den dritten auch noch. Was haben wir da, Lisa? Zeig mal. Chocolate Chip Cookie Dough. Chocolate Chip Cookie Dough, boah, das klingt geil. Klingt gut. Wollen wir erstmal roh probieren? Ja, roh erstmal. Fütterst du mich wieder? Ja, klar. Das mache ich doch gerne. Ich weiß. Halte. Schieb's dir gerne rein hier, komm. Vorsicht, heißt. Heiß. Und? Da muss Eis drauf. Sicher? Gib mir das mal. Schmeckt absolut low. Aber da muss auch noch Eis drauf. Jo, Digga. Passt das so? Mit so Arving Eis drauf? Du auch, Lisa? Weng. Ein wenig Eis. Für die Hände. Ich hab meine Hose. Also diese Pop-Tarts sind komisch. Pop-Tarts
sind ja sogar Ben Jerry's ist besser. Mir ist jetzt fast schon wenn schlecht, du. Es war auch heftig. Das war jetzt ein Zuckerschock, den wir so noch nie erlebt haben. Noch nie erlebt haben. So, aber es geht trotzdem noch ein Kokoswasser rein, oder? Ja, gönn dir. Es ist echt faszinierend mit den Stückchen hier drin. Und heute Abend trinkt man Steak? Essen? Ja, weil der jetzt gerade hier getrunken hat, dann habe ich gesagt, heute Abend essen wir ein Steak? Okay. Alles klar. Also wir haben jetzt hier unser Essen bekommen, ich habe heute nur Hähnchen gekriegt, aber das machen wir einfach mit Ketchup drauf und dann schmeckt es gut. Leider haben wir keinen Senf. Nee, so eine Frechheit hier. Mann, da holt man sich noch was zu essen und er frisst einfach alles weg. Ja, hör mal. Muss mal hier ein bisschen was nehmen. Du Dieb, hallo. Ja. Er klaut sich einfach alles. Ach Quatsch, komm, noch ein bisschen Reis. Hier, voll der Dieb, ey. Nimm das Brot, rein. Das schmeckt scheiße. Das kannst du essen. Ja. Und wie hat's geschmeckt? Wie? Ja, sehr gut. Ja? Voll Angst. Gib mir mal auch einen Schluck. Lecker.